Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Betrachter dieses Videos, ich befinde mich beim Bachfest in Tübingen. Eine Woche lang Johann Sebastian Bach nonstop, Johann Sebastian Bach morgens, mittags, nachmittags, abends und noch in der Nacht. Eines der Themen der Workshops und der interessanten Gesprächsrunden war natürlich die historische Aufführungspraxis. Mein Gesprächspartner zu diesem Thema ist Professor Jean-Claude Zehnder. Sehr geehrter Herr Zehnder, Johann Sebastian Bach war viele Jahre lang vergessen, quasi untergetaucht, könnte man sagen, bis zu seiner romantischen Auferstehung ab 1829, sagen wir mal. Anfang des 20. Jahrhunderts kamen erste Gedanken historischer Aufführungspraxis auf. Wo stehen wir heute nach 100 Jahren? Der Gedanke, dass Bach so lange vergessen war, ist heute eigentlich etwas obsolet. Es gibt doch Ausgaben, man hat das volltemperierte Klavier gespielt. Natürlich war das ein Markstein, dass Mendelssohn die Matthäus-Passion wieder aufgeführt hat. Aber auch zum Beispiel in der Thomaskirche sind Kantaten, es waren die Motetten bekannt. Mozart hörte die Motette in der Thomaskirche. Mhm. Das ist das eine Stichwort. Das andere Stichwort ist historische Aufführungspraxis. Um 1920 war die neue Sachlichkeit sehr en vogue. Es war die Wiederbelebung der alten Musik kam irgendwie auf eine neue Schiene. Und das war sicherlich ein ganz zentraler Umschlagpunkt in der Interpretation von Musik generell. Also wenn man Hugo Riemann, Max Reger anschaut, war da eine Differenzierung, eine Feinheit im Agogischen, im Ausdrucksmäßigen. Und das wurde ausradiert von Stravinsky und von anderen in der modernen Musik und eben auch in der Wiederbelebung von alter Musik. Die Schola Cantorum Basiliensis ist 1933 gegründet worden, dieses Institut für die Erforschung der alten Musik und der Aufführungspraxis. Wir sind heute eigentlich dran, diese ein bisschen starre Aufführungspraxis der neuen Sachlichkeit wieder zu überwinden. Anders als in der romantischen Musik, wo von Linien und Melodiebögen, Emotionen und Gefühlen gesprochen wird, spricht man ja in der Barockmusik von der Rede, mit Tönen reden. Wie geht das, Herr Zehnder? Wie macht man das? Ja, die Musik als Klangrede, da hat ja Nicolas Ornancour davon gesprochen und geschrieben. Es ist sicherlich ein wichtiges Element in der alten Musik, in der alten Aufführungspraxis, dass eben wie Silben mit Betonungen, mit leichten Silben gesprochen werden soll. Während im Gegenteil Richard Wagner sagt, man muss im Klang bleiben und die modernen Orchester, die können das nicht. Also er wollte eigentlich das umstellen, dass dieses schwer und leicht weggeht. Oder Nietzsche sagt, Tanzen sei das Element der alten Musik. Und bei Richard Wagner kommt dann die unendliche Melodie, wo man eben immer im Klang drinnen bleiben soll, muss. In dieser Ästhetik. Ich glaube, mit diesem Wort Klangrede treffen wir schon ein Zentrum der alten Aufführungspraxis. Da ist man beim Thema Artikulation, ne? Deutliche Aussprache, deutlich spielen. Gibt es da einen Unterschied mit der Artikulation der alten Musik bei diesen Instrumenten, Klavichord, Cembalo, Orgel? Macht man das unterschiedlich? Spricht man anders beim Klavichord wie bei der Orgel? Ja, beim Klavichord habe ich ja die Möglichkeit, stärker anzuschlagen, einen lauteren Ton wie auf den meisten Instrumenten, während bei der Orgel eben
sozusagen nur die Artikulation möglich ist, einen Ton hervorzuheben und einen anderen ein bisschen verschwinden zu lassen, indem man ihn quasi legato anschließt. Das ist schon ein wichtiger Unterschied. Cembalo und Orgel sind da relativ nahe, das Klavichord. Das ist natürlich ein unendliches Gebiet, da können wir eine Stunde sprechen. Wir müssen schauen, wir müssen ja wieder weiter. Aber nochmal zurück zu der Sprache von der Barockmusik, ist eine, wie eine Rede, kann man diese Sprache lernen? Also normalerweise, wenn ich jetzt Chinesisch lernen wollte, bräuchte ich einen Lehrer, der mir das vorspricht. Ich versuche es nachzumachen, ich muss die Silben lernen, die Verben lernen. Aber von der Barockmusik gibt es ja keine CD, keine Aufnahmen gibt es von Bach nicht. Wie kann man diese Sprache lernen, die barocke Sprache? Wo kann man sich orientieren da? Das meiste lernt man ja heute von einem Lehrer, der eben darin schon geübt ist. Ja. Wie hat der das gelernt? Sind das die alten Quellen, wo man da Informationen bekommen kann? Ja, das ist natürlich ein Zentrum, dass man die alten Texte mal liest und versucht, sie umzusetzen. Und ja, ebenso ein Stichwort wie Deklamation ist natürlich schon eine Anleitung eben am Detail, am einzelnen Ton oder an einer Melodie, die auf einen Höhepunkt zugeht, Wichtigkeit zu geben und nicht nur einfach so die Musik durchzupeitschen, wenn ich mal etwas böse sein will. Ja, ja. Na, da ist man wieder beim Thema Artikulation und als Spieler kann es ja, muss ja der Fingersatz, wie ich das Instrument spiele, mit welchem Fingersatz, wichtig sein. Unser heutiger gebräuchlicher Fingersatz mit 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 ist, weiß man ja so, erst um 1800 herum so als Norm erklärt worden. Bach war 100 Jahre vorher, muss er ein anderes System gehabt haben und es kann, denke ich mal, nicht egal sein, mit welchem Fingersatzsystem man seine Musik spielt. Oder wie machen Sie das oder wie sehen Sie das? Also Bach wird ja schon zugeschrieben, dass er die Regel von dem Damenuntersatz nach einer Obertaste, dass er diese Regel gefunden habe oder vielleicht von Scarlatti übernommen, das wissen wir nicht so genau. Bei der C-Dur-Tonleiter ist noch bei dem Sohn, bei Karl Philipp Emanuel Bach, gibt es drei Möglichkeiten. Also das alte System mit den Zweiergruppen, da, was, wie Sie jetzt sagen, in Richtung Artikulation eben einen Fingerzeig gibt und dann auch der moderne Fingersatz. Aber es scheint, wie auch Karl Philipp Emanuel Bach das sagt, dass eben das Vordringen der moderneren Tonarten, sagen wir mal E-Dur und so weiter, wo ja viele Obertasten da sind und dort ist es irgendwie natürlich, den Daumen dann auf die Untertasten zu setzen, sagen wir nach dem Gis beim Aufsteigen auf das A kommt der Daumen. Da sind wir so beim modernen Fingersatz wieder. Das ist halt schon. Also bei Bach war vielleicht mit der Begründer dieses modernen Systems, ne, was dann von seinem Sohn Philipp Emanuel weiterentwickelt wurde. Absolut, aber, im wohltemperierten Klavier kommen diese Tonarten hervor und da geht es nicht ohne Damenuntersatz. Ja, ja. Andererseits nun, bei der Orgelmusik sind diese Passagen eigentlich, ich mache gern den Vergleich bei Sweling, Scheidemann, Buxtehude, ist das Skalenspiel mit diesen Zweiergruppen ein ganz, ganz wichtiges Element überhaupt der Musik, während in Bachs Orgelmusik ist die Polyphonie, das Kontrapunktische so stark, dass Passagen eigentlich wenig mehr vorkommen. Mhm. Also von daher würde ich sagen, für Bachs Orgelmusik sind diese Skalen, Fingersätze nicht das zentrale Element. Mhm. Also nicht das als ja oder nein. Jo. Ist nicht mehr so wahnsinnig wichtig jetzt bei Bach. Also ich habe irgendwie für mich selbst als Organist erkannt, dass Bach das Klavierbüchlein mit den Inventionen 1720 für seinen Sohn geschrieben hat und habe diese ganzen 30 Inventionen studiert, intensiv, und
wenn man die Applikatio am Anfang sieht, da weist er ja seinen Sohn darauf hin, auf den alten Fingersatz. Also habe ich auch die Inventionen so mit alten Fingersatz studiert für mich und habe gemerkt, dass es enorme Möglichkeiten wir später auch beim Spiel der Passacaglia oder beim Spiel vom Estopreludium oder was weiß ich bringt. Also irgendwie hat mir gesagt, die Logik gesagt, das, was Bach selbst als Kind von seinem Vater und seinem Bruder gelernt hat, mit Sicherheit den alten Fingersatz, da gab es nichts anderes, 1690, 1695, und seinem Sohn bringt das auch nochmal bei, da muss doch irgendetwas dran sein. In meiner Erfahrung selber beim Spiel und beim Unterrichten mit den Schülern habe ich immer wieder gedacht, es ist ein ganz großer Gewinn, wenn man dieses Überschlagen des dritten Fingers über den vierten, wenn man das kann. Oder auch der dritte über den fünften. Es erweitert die Möglichkeiten enorm. Diese Erfahrung habe ich auch gemacht. Ne? Das ist sicherlich ein Gewinn. Und ich würde das jedem anraten, das zu machen. Das ist schön, ja. Weil also diese Applikatio, die Sie gerade angesprochen haben, das scheint ja, Peter Wollny im Bacharchiv Leipzig hat das gefunden, das scheint ein Musterstück zu sein, das nicht von Bach komponiert ist. Das gibt schon in Hamburg die Noten. 10, 20 Jahre früher ein bisschen anders, das Stück, diese Applikatio. Aber der Fingersatz, der da steht, ist ja seine Handschrift, ne? Das ist ja ziemlich eindeutig. Ja, ne? Also es ist von ihm geschrieben. Ja. Da bin ich jetzt im Moment nicht sicher, ob der Fingersatz auch in dieser früheren Quelle schon drin ist. Aber wahrscheinlich schon. Das heißt ja, Applikation, das ist ein Muster, wie macht man es? Ja. Interessant. Das ist ein sehr interessanter Hinweis. Ne? Also wir müssen ja langsam zum Ende kommen. Wir wollen ja noch die Vorträge hören heute Morgen. Zum Schluss noch. Musik ist zweifellos mehr als nur Unterhaltung. Musik ist heutzutage, Musik ist allgegenwärtig auf jeder Gaststätte, in jedem Restaurant, auf jeder Toilette, im Autobahnrestaurant läuft Musik. Und der Musik ist einfach, der Wert der Musik ist ein wenig verkommen, könnte man fast sagen. Aber gute Musik und natürlich die Musik von Johann Sebastian Bach hat eine Aufgabe in dieser unserer Welt, zweifellos für die Menschen. Und da abschließend meine Frage an Sie. Albert Schweitzer wurde 1905 von einem Reporter gefragt, was ist mir Bach? Sie, ich weiß nicht, ob Sie die Antwort kennen von ihm. Habe ich schon gelesen. Ja, er sagt ganz kurz, Bach ist mir ein Tröster. Und abschließend an Sie die Frage, was ist Bach für Sie? Albert Schweitzer hat natürlich diese Dimension ganz, ganz stark in dem, was er geschrieben hat und was er gesagt hat, auch wie er eben gelebt hat. Die Transzendenz scheint mir in der Musik von Bach besonders stark rüberzukommen. Natürlich auch bei Mozart und Beethoven, das ist ja keine Frage. Für mich persönlich ist Bach schon wie ein Botschafter des Gedankens Ewigkeit. Und das hat der Albert Schweitzer auch mal so gesagt. Orgelspielen sei eine Einübung im Ewigkeitsbewusstsein oder so ähnlich. Das ist jetzt nicht ganz genau im Kopf. In einem Brief an Willibald Gurlitt, glaube ich, steht das. Und da hat Bach meines Erachtens eine Aufgabe über die Jahrhunderte hinweg für unsere Zeit genauso wie eben immer. Ja, das war ein wunderbares Schlusswort. Ganz herzlichen Dank, Herr Professor Zehnder. Ganz herzlichen Dank, dass Sie sich dieses Video angeschaut haben. Und wir gehen jetzt wieder über zum Bachfest in Tübingen. Jetzt gibt es Vorträge heute Vormittag noch und ein tolles Mittagskonzert um 12 Uhr. Die Goldberg-Variationen in einer Fassung für zwei Klaviere.